Dann darf ich jetzt weiterfahren, Herr Till, der in Tübingen lehrt, tut Dinge, die in der Rhetorik offensichtlich weiterverbreitet sind. Er geht nämlich durch die Zeiten hindurch und hat über Leibniz gearbeitet, hat über Sonette gearbeitet und ist in dieser Hinsicht sozusagen historisch in einer Weise breit, wie wir das niemals könnten. Er wird uns über die Topoi der Plenardebatte informieren. Was deshalb interessant ist, weil also für mich, ich erwarte oder hoffe jedenfalls, dass ich auch etwas erfahre über die Bilder, die sowas wie Berlin etwa abgibt oder die Bonn abgibt, auch die Vorstellungen und vielleicht, dass ich war ja damals einer derer, die an Frankfurt gedacht hätten und ich verstehe immer noch nicht so ganz, wieso man nicht Frankfurt stärker im Blick hatte, dass Bonn gegen Berlin sei, da war natürlich Ost gegen West und ich hoffe sehr, dass Herr Till mir auch in dieser Hinsicht etwas erzählen kann. Herr Till, ich darf Sie bitten, anzufangen. Herzlich willkommen. Gut, herzlichen Dank, Herr Merkel, für die freundlichen Worte der Einführung. Ich glaube aber, ich muss Sie enttäuschen, was die Bilder anlangt. Ich werde tatsächlich über die Plenardebatte sprechen. Bedanke mich für die Einladung nach Berlin sozusagen an die beiden Organisatoren. Und damit fange ich an. Das Wort Parlament stammt bekanntlich vom französischen Verb parler, reden ab. Parlamente sind jedenfalls in der demokratischen Tradition, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert in den westlichen Demokratien als Modell herausgebildet hat, Orte der öffentlichen Diskussion politischer Fragen, die im Medium überzeugender Rede durch die Kraft des besseren Arguments, ist jedenfalls die Vorstellung, und schlussendlich durch Abstimmung und das Erlangen von Mehrheiten geklärt werden. Dafür steht in der Rhetorik der Begriff der Persuasion. Also das Herstellen und Ändern von Einstellungen durch überzeugende Kommunikation, hier durch öffentliche Rede, die um Zustimmung wirbt und diese auch im Erfolgsfall erlangt. Persuasion ist seit der Antike der zentrale funktionale Grundbegriff der Rhetorik. So jedenfalls die Idee des Parlaments, deren Realität allerdings oft ein wenig anders aussieht. Zumindest in der BRD gibt es eine im politischen System angelegte Aufgabenteilung zwischen Ausschüssen und Fraktionen auf der einen und dem Plenum auf der anderen Seite, für die Politikwissenschaftler den Begriff des Arbeitsparlaments geprägt haben. In diesem Parlamentstyp werden Beschlussvorlagen wie Gesetze nicht öffentlich in den Ausschüssen und den Fraktionen erarbeitet und diskutiert. In Redeparlamenten dagegen ist der zentrale Ort der Diskussion das Plenum und das Medium der öffentlichen Rede. Modell hierfür ist das britische Unterhaus, das deshalb hierzulande ganz oft regelrecht als eine Art Sehnsuchtsort öffentlich-politischer Rede gilt. Ausschuss- oder Fraktionsdebatten und Plenardebatten unterscheiden sich also hinsichtlich ihrer Rhetorik in der Frage, welche Funktion eine Rede hat. In Plenardebatten dienen Reden unter anderem der Information der Öffentlichkeit, der Selbstdarstellung von Rednerinnen und Rednern und der Konstruktion politischer Gegensätze durch Überhöhung, Simplifizierung und vor allem durch Gegnerschelte. In Fraktionsdebatten dagegen herrscht, da werden wir vielleicht heute auch noch was hören, eine eher sachbezogene Arbeitsatmosphäre, die Emotionalität und persönliche Betroffenheit gleichwohl nicht ausschließt. Vor allem in Fraktionssitzungen geht es um das Werben für die eigene Position, mithin also um Persuasion als den Kern rhetorischer Kommunikation. Auf diesen Unterschied hat vor allem der Politikwissenschaftler Josef Klein in vielen Publikationen hingewiesen, zuletzt in seinem Buch Politik und Rhetorik von 2019. Nach Klein finden sich Entscheidungsdebatten, in denen Rednerinnen und Redner ihr Publikum von ihrem Anliegen überzeugen wollen, primär in den Fraktionsdebatten, während die parlamentarischen Plenardebatten in erster Linie Legitimationsdebatten darstellen. Zitat Klein: Mit wenigen Ausnahmen ist das Abstimmungsverhalten zuvor durch Fraktionsbeschlüsse festgelegt. Das bedeutet, Debattenreden im Parlamentsplenum haben normalerweise keine Chance, vor der Entscheidung noch Stimmen zu bewegen. Die Berlin-Bonn-Debatte, manchmal unpräzise und eigentlich auch falsch als Hauptstadtdebatte benannt, nimmt hier eine Sonderstellung ein. Denn das Ergebnis der Abstimmung war vor der Debatte nicht klar. Der sogenannte Fraktionszwang war aufgehoben worden und so konnten die Abgeordneten abstimmen, wie es Artikel 38 des Grundgesetzes eigentlich vorsieht, nämlich Zitat nur ihrem Gewissen unterworfen. Und mehr noch, das Ergebnis der bisweilen
als Sternstunde der Rhetorik titulierten Debatte haben wir ja auch schon gehabt. Das ist so eine Zuschreibung, die man ganz oft lesen kann. Also Sternstunde der Rhetorik titulierten Debatte am 20. Juni 91 im engen und übervollen alten Bonner Wasserwerk, in dem zu der Zeit der Ersatzplenarsaal des Deutschen Bundestages untergebracht war, ist Ausweis eines echten Überzeugungsprozesses, hatten doch Umfragen unter den Parlamentariern zuvor eine leichte Mehrheit pro Bonn vorausgesagt. Am Ende erlangte der Antrag Drucksache 12.815, Vollendung der deutschen Einheit, einer fraktionsübergreifenden Parlamentariergruppe, zu der unter anderem Willy Brandt, Burkhard Hirsch, Wolfgang Schäuble, Hans-Jochen Vogel und Wolfgang Thierse gehörten, nach fast 12-stündiger Debatte mit 320 zu 338 Stimmen eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth schloss an jenem Donnerstag gegen 22 Uhr die Sitzung nach lebhaftem Beifall der Abgeordneten, wie es im Protokoll heißt, aber man kann an anderer Stelle manchmal auch lesen, auch mit Entsetzen bei manchen Parlamentariern, mit folgenden Worten, zitiere das Protokoll: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf von hier oben aus der Stadt Berlin ganz herzlich gratulieren. Das ist ein großer Tag für uns gewesen, aber auch für das Parlament. Es ist allen zu danken, die an dieser Debatte mitgewirkt haben. Das Ergebnis ist zu respektieren und bindet uns. Einige wenige Stichworte möchte ich noch zur Vorgeschichte der Debatte liefern. Nach dem Fall der Mauer und im Prozess der Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten stellte sich rasch die Frage, wo Bundestag und Bundesregierung und auch eben andere staatliche Organe ihren Sitz haben sollten, weiterhin im Provisorium Bonn oder in Berlin, der Hauptstadt des Deutschen Reiches, mit ihrer möglicherweise problematischen Symbolik. In den Verhandlungen zum Einigungsvertrag 90 wurde die Frage bewusst umgangen. Im Artikel 2 des Einigungsvertrages heißt es nur etwas lapidar: Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach der Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden. Bundespräsident Richard von Weizsäcker votierte in einer vielbeachteten Rede am 29. Juli 1990 in der Berliner Nikolaikirche nachdrücklich für Berlin und löste damit eine veritable Kontroverse aus. In einer Kernpassage der Rede heißt es: Nach einer 40-jährigen Trennung ist die werdende Einheit etwas historisch Großes und Neues, zu dem jeder das Seine zum Wohle des Ganzen beitragen soll. In Berlin haben wir, wie nirgends sonst, erfahren, was die Teilung bedeutet. In Berlin erkennen wir, wie nirgends sonst, was die Vereinigung von uns erfordert. Hier ist der Platz für die politisch verantwortliche Führung Deutschlands. Zitat Ende. Das Präsidium des Bundestages beschloss schließlich, dass die Frage noch vor der Sommerpause 91 zu klären sei. Am 20. Juli, eben an jenem Donnerstag, wurde die Angelegenheit im Deutschen Bundestag am Tag darauf im Bundesrat diskutiert und entschieden. Die Debatte um die Frage Bonn oder Berlin dauerte von 10 Uhr morgens bis kurz vor 22 Uhr. Über 100 Redner und Rednerinnen haben sich an der Aussprache beteiligt und viele haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Reden zu Protokoll zu nehmen. Der stenografische Bericht der 34. Sitzung umfasst 195 Seiten, a 2 Spalten, ein sehr großes Textkorpus, das hier nur, also heute mit Blick auf einige wenige Reden, eher ausschnitthaft analysiert werden kann. Repräsentativität kann dabei nur teilweise erreicht werden, aber ich habe folgende 4 Reden ausgesucht. Nämlich von Norbert Blüm, der den Bonn-Antrag, also die Drucksache 12.814, den ersten der 4 Anträge, unterstützte. Wolfgang Thierse, SPD, als zweiter Redner, Antrag Vollendung der deutschen Einheit. Wolfgang Schäuble schließlich, über den wir schon gesprochen haben, als 7. Redner für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands. Und schließlich Gerhard Baum von der FDP als 8. Redner für den Bonn-Antrag. Damit herrscht, so in etwa habe ich mir überlegt, ein Gleichgewicht zwischen den Befürwortern der beiden zentralen Anträge und auch das Parteienspektrum mit Ausnahme der PDS, linken Liste, die mit 5 Beiträgen zur Sache, und Bündnis 90 Grüne, die mit 3 Beiträgen vertreten waren, mehr oder weniger ausgeglichen repräsentiert. Zudem eint eben diese 4 Reden, dass sie, und das ist, finde ich, ein ganz zentraler Punkt, in unterschiedlicher Weise auf ein Zitat von Lothar de Maizière Bezug nehmen. Das aus dessen Rede vom 18. April 1990 vor der neu gewählten Volkskammer der DDR, der ersten, die aus freien Wahlen hervorging, stammt, und ich zitiere:
Daher eine herzliche Bitte an die Bürger der Bundesrepublik, bedenken Sie, wir haben 40 Jahre die schwerere Last der deutschen Geschichte tragen müssen. Die DDR erhielt bekanntlich keine Marshallplan-Unterstützung, sondern sie musste Reparationsleistung erbringen. Wir erwarten von Ihnen keine Opfer. Wir erwarten Gemeinsamkeit und Solidarität. Die Teilung kann tatsächlich nur durch Teilen aufgehoben werden. Eben auf diesen letzten Satz, dass Teilung nur durch Teilen überwunden werden kann, beziehen sich alle vier Redner und eine ganze Reihe von weiteren Rednern in dieser Debatte. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten salienten politischen Satz. Der Begriff stammt aus der Politolinguistik und meint, Zitat, Sätze, die aus der Masse andere Sätze dadurch herausragen, dass sie über längere Zeit erinnert und zitiert werden. Letzteres ist unsicher, aber zumindest in diesem Jahr war das ein Satz, der auch aufgrund seiner Prägnanz und auf seiner Kürze auch, ne, und auch Teilung durch Teilen, auch aufgrund der klanglichen Gestalt, ganz stark sozusagen in der öffentlichen Diskussion war. Nicht zuletzt war es die bereits erwähnte Rede Richard von Weizsäckers, welche die Formulierung des Messias aufgriff. Hier heißt es, Zitat, es ist für unsere Zukunft wichtig, dass sich aus einem so unterschiedlichen Gelingen zweier Vorgeschichten keine Dauerlasten für den einen Teil der Deutschen bilden. Auch im historisch-geistig-moralischen Sinne stimmt die Aussage, dass wir die Teilung nur überwinden, wenn wir teilen lernen. Es dürfen keine inneren Mauern zurückbleiben oder gar neue entstehen. Zitat Ende. Jetzt komme ich zur Methodik der Analyse. Was sind eigentlich Topoi? Was ist Topic? Rhetorische Analysen können sich auf unterschiedliche Elemente eines Textes beziehen. Dass es dabei nur um rhetorische Tropen und Figuren geht, die identifiziert und gezählt werden, ist ein verbreitetes Klischee, das wohl, denke ich, auf eine bestimmte Praxis des Deutsch- und vor allem, glaube ich, Lateinunterrichts zurückgeht oder zurückging. Rhetorische Analyse ist aber mehr als Stilanalyse, denn sie müsste prinzipiell nicht nur den Text analysieren, sondern auch Entstehung und Rezeption rekonstruieren, ebenso das Publikum in seiner möglichen Heterogenität und seiner Rolle als Teilnehmer oder Beobachter berücksichtigen, auch den Raum und durch die Verteilung der unterschiedlichen Akteure im Raum konstituierte symbolische Ordnung bedenken und dann eben natürlich auch die Performance des Redners, der Rednerin in ihrer Mündlichkeit. In der neueren Forschung im Schnittbereich von Rhetorik, Linguistik und Politikwissenschaft sind seit etwa 25 Jahren Fragen der Argumentation stärker in den Blick gerückt, häufig auch unter Rückgriff auf die Rhetorik des Aristoteles. Neben dem bereits erwähnten Josef Klein nenne ich hier nur Manfred Kienpointner, Josef Kopperschmidt, Walter Kind und Martin Wengerler. Eine solche Perspektive rückt auch stärker ins Zentrum der Verbindung von Politik und Rhetorik vor, denn das Argumentieren ist nach Josef Klein der zentrale sprachliche Handlungstyp politischer Rhetorik. Zitat Klein weiter, er umfasst das Legitimieren und Delegitimieren staatlichen Handelns ebenso wie das Begründen von Thesen und das Rechtfertigen von Ideen und Praktiken. Das Begründen der Einwände gehört als Kontraargumentation dazu. Argumentation in politischer Kommunikation ist geradezu ubiquitär. Sie findet auf allen Strukturebenen vom Wort bis zum Diskurs statt. Beim Argumentieren geht es, etwas vereinfacht gesagt, darum, eine Frage, rhetorisch eine Questio, die unterschiedliche Antworten provozieren kann, in eine unstrittige Antwort, eine Konklusion zu überführen, indem man sich auf von allen geteilte Schlussregeln, also Gesetzmäßigkeiten, Normen, Werte, bezieht. Das klappt natürlich nicht immer, weil es gerade in gesellschaftlich brisanten Fragen oft sogenannte Deep Disagreements gibt, die mit Argumenten überhaupt nicht überwunden werden können. Ebenso ist klar, dass Argumentieren in alltagssprachlichen Kontexten auch keine gänzlich rationale, logische Tätigkeit ist. Das war eine der wesentlichen Erkenntnisse der aristotelischen Rhetorik. Neben Argumente tritt natürlich dazu der Appell an die Gefühle des Publikums, also des Pathos, und der vertrauenserweckende Eindruck, den der Redner kreiert, das Ethos. Unter Argumentieren in diesem rhetorisch-alltagslogischen Sinne, wie es auch im Parlament praktiziert wird, ist nicht an Maßstäben philosophischer Logik und zwingenden Schlüssen zu messen. Rhetorische Alltagslogik basiert nicht auf wahren Prämissen und sie gelangt auch nicht zu unumstößlichen Schlüssen, wie etwa ein Syllogismus in der Logik dies macht. Vielmehr heischt der Redner beim Publikum um Zustimmung zu seinen Thesen, deren Plausibilität er argumentativ und eben zusätzlich durch die Beweismittel Pathos und Ethos zu plausibilisieren versucht.
Zentral ist also die Kategorie der Wahrscheinlichkeit. Denn es ist ja auch klar, dass es bei Fragen wie Berlin oder Bonn und bei allen Fragen, in denen es um Werte und Werturteile geht, die eine Wahrheit gar nicht gibt. Die moderne Argumentationsforschung der letzten Jahrzehnte hat das Argumentieren dann vor allem unter einer pragmatischen Perspektive untersucht. Argumentieren ist also ein spezifischer Typus von Sprachhandeln, der sich im Text dann auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen sprachlich manifestiert. Und da ist eben auch in dem letzten Vierteljahrhundert eine Ebene der Analyse hinzugekommen, die man die des Diskurses nennt. Also Argumentationsformen, Muster, die textübergreifend sind. Mit einem aus der antiken Rhetorik stammenden Begriff hat man diese Muster als Topoi bezeichnet. Bei Argumentationstopoi, so Heiko Girnd, ein Linguist, handelt es sich um Schlussregeln im Argumentationsprozess, die inhaltlich gefüllt sind, aber dennoch einen ausreichend hohen Abstraktionsgrad haben, um in unterschiedlichen Diskursen strategisch eingesetzt werden. Und diese Topoi kann man eben sozusagen in der Parteilichkeit für beide Seiten verwenden, also für eine Pro- ebenso wie eine Kontra-Argumentation. Lothar Bornscheuer schreibt, das ist ein Buch aus den 70er Jahren, Topik ließe sich daher in freier Formulierung definieren als die Kunst in konkreten Problemdiskussionen, gesellschaftlich allgemein bedeutsame Gesichtspunkte auf geschickte Weise für die jeweils eigene Interessensargumentation auszunutzen, beziehungsweise kürzer als gesellschaftlich relevante Argumentationsfantasie. Topoi sind also Strukturelemente der gesellschaftlichen Kommunikation und Grundelemente der gesellschaftlich-logischen, ideologischen Selbstkonstitution. Dann gibt es tatsächlich in der neueren Forschung, in der Linguistik vor allem, solche Überlegungen, wie eigentlich eine Tiefenstruktur von Reden aussieht. Also nicht die Struktur sozusagen der Textoberfläche, wie die Abfolge der einzelnen Redeteile ist, sondern wie die Abfolge von Argumenten auf einer tiefer liegenden Grundstruktur gibt. Und da ist zunächst mal ein sehr allgemeines, einfaches Modell zu erwähnen, was von Walter Kind stammt, der drei Grundaufgaben topische Argumentation in politischen Reden unterscheidet: Darstellung eines defizitären Zustandes, Diskussion der Ursachen dieses Zustandes und Bewertung eben und Vorschlag problemlösender Maßnahmen. Diesen drei Grundaufgaben entsprechen entsprechende Topoi, die herangezogen werden, im Beispiel der Problemlösung der Konsequenzen-Topos, nachdem eine Maßnahme mit Blick auf ihre möglicherweise positiven, aber auch negativen Konsequenzen beurteilt werden muss. Ein etwas komplexeres Modell hat Josef Klein vorgeschlagen, der vier Grundtopoi unterscheidet: Datentopos, Valuationstopos, Prinzipientopos und Finaltopos. Und aus diesen vier Topoi kommt es dann zu einer Konklusion, wobei weitere Topoi, deren Zahl und Abstraktionsgrad dann auch wechseln kann, hinzukommen. Es ist also kein geschlossenes System, und ein System, das auf ganz unterschiedlichen Abstraktions- und Konkretionsgraden angesiedelt ist. Okay, worum geht es in diesen vier Topoi? Unter Bezug auf den Datentopos wird die Ausgangssituation aus Sicht des Redners oder der Rednerin geschildert. Mit dem Valuationstopos wird die Situation und die Daten bewertet. Die beiden Topoi treten deshalb oft gemeinsam auch auf. Unter Bezug auf den Prinzipientopos werden Prinzipien, Normen und Werte zur Fundierung des Handelns begründet. Und im Finaltopos schließlich wird politisches Handeln, für das in der Rede plädiert wird, durch Bezug auf die Ziele argumentativ begründet. Diese vier Kerntopoi politischer Rhetorik treten so Klein durchaus durchweg als Ensemble auf und bilden nach Klein ein komplexes topisches Muster, das insofern der Begründung der Legitimität des politischen Handelns dient, als sich das richtige Handeln eben als eine Konklusion aus der topischen Argumentation plausibel ergibt. Und da können auch noch weitere Topoi dazukommen. Das ist auch nicht abgeschlossen. Das ist etwas, was man dann sozusagen am Textmaterial sozusagen induktiv, methodentriangulatorisch, nennen das ja Soziologen, herausarbeitet. Damit komme ich zu den Reden. Und um diese Abbildung ging es ja heute Morgen schon ganz kurz. Also ich möchte analysieren diese vier Reden, die ich Ihnen genannt habe, mit Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der verwendeten Topoi. Ich kann das natürlich nicht vollständig machen, sondern nur ausgewählt angesichts der Zeit und angesichts auch der Textmenge und der Komplexität
der Materie. Beginnen möchte ich, bevor ich dann zur Untersuchung der Topoi komme, mit der Gattungsfrage. Ein Grundmerkmal rhetorischer Kommunikation in den Gattungen der Gerichtsrede und der politischen Beratungsrede ist Agonalität, wie wir das nennen. Das heißt, mindestens zwei unterschiedliche, eventuell auch konträre Positionen versuchen jeweils, den Dissens zu betonen oder herauszuarbeiten in Parlamentsdebatten und gegebenenfalls dann auch Mehrheiten zu erlangen. Also dieses Moment des Pro und Contra. Das bedeutet eben, dass dieses Pro-Contra-Moment sozusagen strukturbildend ist, eigentlich. Widerspruch wird etwa dadurch formuliert, dass man gegen die Pläne des politischen Gegners Einspruch erhebt, aber zum Beispiel auch gegen dessen kommunikatives Verhalten. Dabei ist, wie Klein zeigen kann, der Topos der Ausführungskompetenz, nennt er das, zentral, etwa wenn ein Redner einem anderen Redner den Vorwurf der Unseriosität macht, mit der er dann seine sozusagen Glaubwürdigkeit angreift. Aber auch Topoi, welche auf der Ebene der Bewertung, also der Valuation und der zugrunde liegenden Werte der Prinzipien betreffen. Charakteristisch an der Bonn-Berlin-Debatte nun ist, denke ich, dass Gegenargumente, die das kommunikative Verhalten des politischen Gegners betreffen, vergleichsweise wenig, eigentlich kaum vorkommen. Also das ist ganz charakteristisch. Die Debatte ist bei allen Gegensätzen und tiefen Gräben in der Sache von großem gegenseitigem Respekt durch Höflichkeit im parlamentarischen Umgang und auch von Respekt vor der historischen Aufgabe gekennzeichnet. Das ist natürlich letztlich auch nicht verwunderlich, denn die zwei zentralen Anträge sind überparteilich formuliert und eingebracht worden. Bei aller Offenheit der Debatte und aller Hochschätzung, die man dieser rhetorischen Sternstunde entgegengebracht hat, die Bonn-Berlin-Debatte war in dieser Hinsicht gerade keine gewöhnliche parlamentarische Debatte. Und sie taugt, glaube ich, auch nicht als Modell dafür, wie das allgemein beklagte Niveau der Redekultur im Deutschen Bundestag gehoben werden konnte. Es war eine Ausnahmesituation, glaube ich, die nicht als Modell taugt. Kurzum, Gemeinsamkeiten überwiegen auch. Die einzelnen Reden gehören zum Genus natürlich der politischen Entscheidungsrede, aber sie tragen eben auch in ihrem Lob etwa der Stadt Berlins, in ihrem Lob der Stadt Bonn, der Ostdeutschen, ihrem Lob Europas auch Züge von Lobreden. Und das ist per se auch eigentlich gar nicht ungewöhnlich und gar nicht verwunderlich, aber sozusagen diese laudativen Passagen sind relativ, auch quantitativ relativ stark. Und damit komme ich zu einem Durchgang durch die vier Reden. Und ich beginne mit Norbert Blüm, dem Bonn-Befürworter Norbert Blüm. Bei Norbert Blüm heißt Teilung durch Teilen überwinden, dass es ein Zitat Miteinander der Aufgabenverwaltung zwischen Bonn und Berlin geben soll. Blüm betont in seiner Rede nachdrücklich das Miteinander, das gerade durch die Trennung von Hauptstadt und Regierungssitz symbolisch hergestellt werden soll. Und genau das bedeutet in dieser Rede Teilen, ein Argument, das stark eben auf einer abstrakten Ebene der Funktion des politischen Systems ausgeführt wird. Und gestützt wird diese Ausdeutung sozusagen dieses Satzes von Lothar de Maizière durch mehrere sozusagen ergänzende Argumente. Zunächst im Sinne eines Normalisierungsargumentes weitet sich der Blick Blüms auf die europäische Ebene, wo es ebenfalls, sagt er, solche Beispiele der Nicht-Identität von Hauptstadt und Kapitale, also Regierungssitz gibt, an die im Sinne eines gesamteuropäischen Föderalismuskonzeptes anzuknüpfen sei. Also die Diskussion wird sozusagen auf ein europäisches Gesamtpanorama überführt. Die Hauptstadtfunktion als solche sei Berlin ja nicht zu nehmen, denn diese war im Einigungsvertrag ja bereits festgeschrieben worden. Größere Teile dieser ohnehin sehr langen Rede, das ist die erste Rede, die ist im Vergleich zu den anderen Reden sehr, sehr lang, werden von Datentopoi tatsächlich eingenommen, die bewertet und dann auf Prinzipien zurückgeführt werden. Und ich nenne drei. Erstens, der Umzug nach Berlin mache die Stadt Berlin zur Megacity, sagt er. Dieser Typus der Großstadt werde weltweit als problematisch eingeschätzt und sei ein historisches Auslaufmodell. Dezentralisation sei das Gebot der Stunde. Und sozusagen in der Finalität heißt es dann, die Entscheidung für Berlin ist unzeitgemäß und schädlich und deshalb zu vermeiden. Zweitens, der Umzug nach Berlin gefährde viele Arbeitsplätze in der Bonner Region. Konsequenz einer Entscheidung pro Berlin sei eine, Zitat, kollektive Umsiedlung, der Effekt, Zitat, Heimatlosigkeit, die eben sozusagen auf der Ebene dann des Prinzipientopos keine Zustimmung finden kann, denn die Entscheidung ist sozusagen
wenn man so will, psychologisch in der Identität der Menschen schädlich und deshalb zu vermeiden. Drittens, der Umzug nach Berlin ziehe finanzielle Lasten nach sich. Geld, das besser in den Aufbau Ost investiert werden sollte. Gestützt wird dieses Argument staatlicher Sparsamkeit durch Verweis auf die ostdeutsche Bevölkerung, die sich für die mit dem Pro-Argument verbundene Symbolhaftigkeit des Regierungssitzes Berlin nicht interessiere, weil sie andere Probleme hätten. Da ist natürlich die Frage sozusagen nach der empirischen Grundlage dieser Aussage, die Norbert Blüm uns nicht liefert. Immer wieder pflicht Blüm in seine Rede Passagen ein, die im Rückblick tatsächlich etwas unbeholfen wirken und teilweise auch in der Debatte schon für Heiterkeit gesorgt haben. Etwa die mitleidserheischende Formulierung, lass dem kleinen Bonn Parlament und Regierung. Oder die Rede von Berlin als, Zitat, großen Bruder der kleinen Schwester Bonn. Mit der Blüm eine positive Idee von Gemeinsamkeit evozieren möchte. Mit der argumentativ stärker als bei Blüm durchstrukturierten Rede von Wolfgang Thierse wird eben dieser saliente Satz Teilung nur durch Teilen im entgegengesetzten Sinne interpretiert. Ein schönes Beispiel für eben die Polyvalenz topischer Argumentation, die eben dann in beide Richtungen verwendet werden können, für Pro- und Kontra-Argumentation eingesetzt werden könnten. In Thierses Rede finden sich anders als bei Blüm, der stärker auf die Ebene von Daten und deren Bewertung operiert, eine durchgängige Tendenz zur stärkeren Verwendung von Prinzipien. Topoi. Dadurch kommt es zu einer deutlichen Moralisierung der Rede, weil es um Werte geht, die auf der Ebene dann von so abstrakten Prinzipien argumentiert. Zum Beispiel Identität des gemeinsamen deutschen Staates, politische Glaubwürdigkeit, Gleichberechtigung, Seriosität, schließlich die gesamtdeutsche Solidarität. Das sind eben die Stichworte eines Wertediskurses, den alle Demokraten teilen und der damit zur Herstellung von Plausibilität dienen kann, so als Common Ground. Und gegen den prinzipiell auch schwer eine Gegenargumentation möglich wäre, ohne eben diesen Common Ground zu verlassen. Teilung nur durch Teilen überwinden, das heißt bei Wolfgang Thierse, der hier natürlich aus der Perspektive eines ostdeutschen Bundestagsabgeordneten argumentiert, dass auch die Westdeutschen jene, Zitat, schmerzlichen Änderungen erfahren müssen wie die Ostdeutschen. Solidarität heißt also hier nicht Teilung der Funktionen von Hauptstadt und Regierungssitz, sondern Abschied nehmen von Bonn. Ein Abschied, der für Thierse nur dann Ausdruck, Zitat, wirklicher Solidarität sei, wenn er anfange, weh zu tun. Topisch wird dies untermauert durch eine Kombination unterschiedlicher Topoi. Der Feststellung, also dieser Datentopos, dass die Einheit im Osten Deutschland schmerzliche Änderungen des Lebens nach sich zieht, da steckt natürlich auch eine Bewertung mit drin, kombiniert mit eben der Bewertung eben des Schmerzhaften, also einer negativen Bewertung. Dies wird dann mit einem Bezug auf einen Prinzipientopos, dass Gleiches gleich behandelt werden soll, Topos der Gerechtigkeit bezogen, der zum Schluss führt, dass den Westdeutschen der Verlust von Bonn durchaus zuzumuten ist, auch wenn er wehtut, auch wenn er schmerzhaft ist. Das wird geradezu in Art einer Beschwörung abgesichert durch Bezug auf den Wert der Solidarität, der ganz zentral ist in der Rede. Einheit vollzieht sich also für Thierse dadurch, dass nicht nur die Ostdeutschen, sondern auch die Westdeutschen eine Verlusterfahrung zugemutet wird. Die Rede von Wolfgang Schäuble ist mit nicht einmal 3 Spalten Umfang im Parlamentsprotokoll deutlich kürzer als die knapp 5 Spalten umfassende Rede seines Parteikollegen Norbert Blüm. Sie basiert wesentlich auf einer Überhöhung bestimmter Topoi aus Prinzipien, dem zweimal in der Rede benannten Prinzip der Kontinuität, nachdem in der 40-jährigen Geschichte der Bundesrepublik die Frage des Regierungssitzes Berlin nach der Wiedervereinigung im Grunde nie eine kontroverse Frage gewesen sei. Also das ist so ein Topos der Widerspruchsfreiheit, sozusagen der Kontinuität. Man kann doch jetzt nicht einfach, sozusagen, nachdem man 40 Jahre so geredet hat, nun plötzlich diese Frage aufwerfen. Schäuble inszeniert sich damit zugleich als derjenige, dem solche Prinzipien wichtig sind, und schreibt sich dadurch zugleich selbst Autorität zu. Anders als Thierse hat Schäuble eine stärker gesamtdeutsche Perspektive. Seine Argumentation basiert also nicht wie bei Thierse auf dem Topos der Gerechtigkeit, eben wenn für die Ostdeutschen der Prozess der Einigung belastend oder schmerzhaft ist, dann ist Gleiches auch den Westdeutschen zumutbar, sondern er argumentiert auf einer höheren Ebene mit Bezug auf Gleichheit und Gemeinsamkeit. Auch er kommt dabei auf den Spruch Lothar de Maizières zurück,
Zitat Wolfgang Schäuble, viele haben oft davon gesprochen, dass wir, um die Teilung zu überwinden, zu teilen bereit sein müssen. Teilung wird dabei bei Schäuble in ein gemeinsames überführt, in dem die Lasten auf viele Schultern verteilt werden. Zitat, teilen heißt, dass wir gemeinsam bereit sein müssen, die Veränderungen miteinander zu tragen, die sich durch die deutsche Einheit ergeben. Im Unterschied zu Blüm argumentiert Schäuble kaum unter Bezug auf konkrete Zahlen, wie den Kosten des Berlin-Beschlusses. Ganz im Gegenteil. Diese Argumente werden en passant erwähnt. Kennzeichnend für die Rede ist aber durchgehend, dass Schäuble die Argumentation auf eine höhere Werteebene zieht. Weg von der Alltagspolitik hin zur Frage eben nach der Zukunft Deutschlands. Das ist das zentrale Schlüssel, der zentrale Schlüsselbegriff der Rede, um die es in der Debatte gehe, und der längerfristigen Bedeutung der für Schäuble ohnehin eigentlich gar nicht zur Debatte stehenden Entscheidung für Berlin als Weg zur, Zitat, Überwindung der Teilung Europas. Also das wird ganz schnell auf eine europäische Ebene hochgezogen. Die Entscheidung pro Berlin wird hier ganz stark eingebunden in einen zeitlich weit in die Zukunft reichenden, geradezu visionären politischen Prozess, demgegenüber Fragen der Finanzierung von Untergeordneter eigentlich von gar keiner Bedeutung sind. Beleg dafür ist, dass gerade in der emphatischen, ja geradezu sozusagen eschatologisch schicksalhaft beschwörenden Schlusspassage das Wort Zukunft mehrfach wiederholt wird. Da der Prozess der europäischen Einigung unter den damaligen Abgeordneten gewiss eine hohe Zustimmung genoss und Fragen der Zukunft ohnehin, kann Schäuble damit rechnen, dass er auch für den Berlin-Beschluss als Zukunft Deutschlands mit Zustimmung rechnen kann. Das ist so ein formaler Topos eigentlich vom Mehr und Minder, als wenn man schon rechnen kann für diese eigentlich höhergewichtige Frage Europa, dann ist die Zustimmung ja für die mindergewichtige Frage Berlin eigentlich liegt auf der Hand. Wenn man die Strategie Schäubles nicht nur analytisch rekonstruieren, sondern auch bewerten möchte, die Einordnung der Berlin-Entscheidung in eine geradezu zwingende Geschichtslogik, ist eine gut gewählte, überzeugende Strategie, zu der passt, dass der damalige Innenminister eben Kosten und Probleme eines Beschlusses pro Berlin im Grunde eigentlich überhaupt nicht thematisiert. Also diese ganzen Zahlen, Daten, Fragen werden sozusagen im Sinne dieses höheren Ideals einfach links liegen gelassen. Die Rede von Gerhard Baum, das ist ja die letzte dafür, der als Vertreter, hier sind wir schon, nach Wolfgang Schäuble an Position 8 spricht, wiederholt im Wesentlichen Argumente, die bereits Norbert Blüm in die Debatte eingebracht hatte. Auch er kommt auf das Diktum Lothar de Maizières zurück, Zitat Baum, der Satz, dass die Teilung nur durch Teilen zu überwinden ist, gilt für Bonn und Berlin, aber auch für die anderen deutschen Regionen. Teilen wird hier im Sinne einer Aufgabenverteilung zwischen Bonn und Berlin verstanden. Untermauert wird das mit Verweis auf einen Topos, den man den Topos der Gegenwärtigkeit nennen kann. Handle so, dass du mit Handlungsprinzipien der Gegenwart übereinstimmst. Ganz ähnlich wie bei Norbert Blüm. Dezentralisierung sei Gebot der Stunde, nicht Zentralisierung. Aufgabenteilung, das Prinzip der Natur und der Zentralismus der Hauptstadt werde abgelöst durch ein Europa der Region. Zitat Baum, Dezentralisierung, nicht Konzentration. In diese neue Situation in Europa passt nur ein Konzept der Vielfalt, des Föderalismus, der Aufgabenteilung. Und auch er spielt eben ähnlich wie Schäuble, aber in ganz anderer Weise diese Karte Europa. In Auseinandersetzung mit Schäubles Zukunftsrhetorik fährt Baum in gewisser Weise ein buchhalterisches Gegenprogramm, sage ich jetzt mal. Anstatt die Zukunft Deutschlands zu beschwören, bleibt Baum programmatisch auf dem Boden der Daten, der Tatsachen. Strukturprobleme in den neuen Bundesländern werden genannt. Für die Berechnung der notwendigen Finanzressourcen zum Ausbau der Stadt Berlin zu einem Regierungs- und Parlamentssitz verweist Baum auf ein Gutachten, das die ungünstigen Auswirkungen eines Beschlusses pro Berlin berechnet. Also man hätte sich auch vorstellen können, er wedelt jetzt so mit diesen viel hundertseitigen Gutachten vom Rednerpult aus. Also er bleibt sozusagen ganz auf der Ebene sozusagen der Daten. Im Schlussteil der Rede findet sich der Hinweis, Zitat, es geht nicht ums Geld, sagen viele. Ich möchte das jetzt auch gar nicht zum Hauptthema machen. Es geht auch ums Geld. Jede Mark, die für diesen Umzug ausgegeben wird, fehlt an anderer Stelle. Weite Teile der Rede von Baum werden durch solche datenbezogenen Topoi geprägt, die ein Gegenprogramm und durch die Abfolge wird es relativ auffällig, dieses Gegenprogramm. Und Baum geht auch tatsächlich auf die Rede von
Schäuble ein, die ein Gegenprogramm zu Schäubles eben visionäre Rhetorik formulieren. Durch die unmittelbare Aufeinanderfolge ist der Kontrast besonders groß. Am Schluss spricht Baum auch von einem, Zitat, Geist der Mäßigung, für den sich Baum dann auch noch die Zustimmung der Jugend sichert, deren Zukunftsvorstellung einem Beschluss pro Bonn entspräche. Auch da, ähnlich wie bei Blüm, ist unklar, woher eigentlich dieses, sozusagen dieses, diese Schlussregel letztlich kommt. Damit komme ich zum Schluss tatsächlich. In Darstellung der sogenannten Hauptstadtdebatte kann man bisweilen nachlesen, das hatten wir heute Morgen auch schon ganz kurz andiskutiert, dass Wolfgang Schäubles Rede die Wende brachte, so vor wenigen Tagen in einem Bericht der Tagesschau. Und auch in der offiziellen Darstellung des Deutschen Bundestages wird der Rede Schäubles eine zentrale Rolle zugesprochen. Zitat: Über 2 Stunden war bereits debattiert worden, als sich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble vom Rednerpult aus an die Abgeordneten wandte. Tatsächlich sollte die Debatte dann noch etwa 9 bis 10 Stunden weitergehen, da Schäuble nicht, wie in ganz vielen Berichten suggeriert wird, am Ende der Debatte oder jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt sprach, sondern als einer der ersten Redner, als Nummer 7, ziemlich stark an deren Beginn. Was allerdings nicht zu übersehen ist, das ist die starke Orientierungsfunktion der Rede von Wolfgang Schäuble, denn eben diese visionäre, an konkreten Problemen der Umsetzung des Antrags Vollendung der Einheit Deutschlands programmatisch gar nicht interessierten rhetorischen Strategie macht im Grunde jeden Abgeordneten, der dem Antrag zustimmte, zu einem Agenten seiner ja geradezu geschichtsphilosophischen Mission, die dann auf diese europäische Ebene hinzusteuert. Das war, denke ich, eine riskante und vielleicht auch kühne Strategie, denn sie bewegte sich sichtlich in einer weiter gefassten Umlaufbahn als die geerdete Strategie etwa eines Gerhard Baum oder als eines Norbert Blüm. Gegen die Aufladung der Debatte zu einem Beschluss über die Zukunft Deutschlands waren im Grunde nur Argumente einzuwenden, wie sie eben Baum und Blüm in die Diskussion einbrachten. Hinweise auf die Verluste, auf das Geld, auf die Kollateralschäden eines Umzugs von Berlin, von Regierung und Parlament vom Rhein an die Spree. Also im Grunde nur solche Argumente, die dann eben diesen Buchhaltercharakter haben. Und die sind irgendwie, haben einen schwachen Eindruck gegenüber diesen ganz starken visionären Argumenten von Wolfgang Schäuble. Visionskraft hatten diese Argumente und diese Reden von Blüm und Baum nicht. Rhetorische Fehlschläge, ich glaube, das muss man auch sehen, waren sie aber auch keine. Denn die Abstimmung ging am Ende, wie eingangs ja gesagt, sehr knapp mit nur 18 Stimmen Vorsprung für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands aus. Ein paar Stimmen, aber da muss man natürlich immer spekulieren, ein paar Stimmen hatte Schäubles leidenschaftliches Plädoyer pro Berlin vielleicht gebracht. Stimmen, welche schlussendlich die Debatte für manchen Parlamentarier war am Ende die Überraschung groß, gibt es Berichte, der Schrecken groß, manche konnten es auch gar nicht fassen. Es war keineswegs nur Jubel im Plenarsaal. Für manche Parlamentarier war am Ende die Überraschung groß, entschieden, wir wissen es eigentlich nicht. Oder vielleicht wissen wir da heute mehr, aber das bleibt so ein bisschen natürlich immer unklar. Und mit einem Satz Wolfgang Schäubles möchte ich dann auch enden. Und das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland war wie keine andere Stadt immer Berlin. Vielen Dank.